Wir sind heute hier mit unseren Aargauer Kolleginnen und Kollegen aus der Politik und aus der Wissenschaft, um uns über gewissermaßen die Entwicklung von Demokratie in der Schweiz und in Baden-Württemberg auszutauschen. Dabei geht es vor allem darum, wie sich die direkte Demokratie, die ja in der Schweiz vorherrscht, mit so informellen Beteiligungsverfahren, also Dialogverfahren mit den Bürgern ergänzen lässt. Und wir in Baden-Württemberg haben ja schwierige Erfahrungen gemacht, zum Beispiel beim Nationalpark. Und wir kämpfen jetzt damit zu klären, wie weit kann man diese Instrumente, also Bürgerbeteiligung, ergänzen und absichern und wie weit muss man das tun durch Volksabstimmungen und lokale Abstimmungen. Und da haben beide Länder viel miteinander an Schwierigkeiten, die sie teilen und die sie dann vielleicht zu besseren Erkenntnissen zusammenführen können. Was wir heute diskutieren, ist weit mehr als nur ein Beitrag zu einer grenzüberschreitenden Freundschaft, sondern wir stellen ja eine für die moderne Gesellschaft grundlegende Frage, wie müssen wir immer wieder Demokratie auch neu denken? Diese Prozesse der repräsentativen Demokratie, der direkten Demokratie und der informellen Beteiligung, die in eine harmonische und sich gegenseitig befruchtende Beziehung zu bringen und diesen Dreiklang harmonisch zu halten, ist, glaube ich, eine stete Herausforderung an die Politik und die Zivilgesellschaft. Und lassen Sie mich deutlich sagen, wir lernen noch. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, dass wir mit den Fragestellungen, die Sie aufgeworfen haben, ganz ernsthaft versuchen, unsere Demokratie immer wieder so zu modernisieren, dass sich die Empathie der Bürgerinnen und Bürger für ihr Gemeinwesen und seine demokratischen Verfahren und dem, was gemacht und entschieden werden muss, nicht zu weit entfernen. Den Prozess haben wir in vielen Staaten Europas. Insofern ist das, was wir tun, immer der Mühe wert. Ich bin hier an der Demokratiekonferenz, weil ich es spannend finde, sich auszutauschen, weil man voneinander lernen kann. Hier in Deutschland ist ja die informelle Bürgerbeteiligung weiter fortgeschritten als bei uns in der Schweiz und ich bin gespannt, wie das hier aussieht, was ich davon mitnehmen könnte, wobei es für mich klar ist, dass die informelle Bürgerbeteiligung nie die Volksabstimmung, wie wir sie in der Schweiz haben, ersetzen werden kann. Für mich ist es auch wichtig, dass über Demokratie nachgedacht wird, weil es ja kein unveränderliches System ist, sondern ein System, das auch lebt und das sich den neuen Realitäten anpassen sollte. Ich werde hier einen Vortrag halten und werde versuchen, die schweizerische direkte Demokratie den deutschen Kolleginnen und Kollegen und dem Publikum ein bisschen näher zu bringen. Was mich besonders interessiert in den nächsten 2 Tagen ist, wie direkte Demokratie hier auch erforscht wird, welche Fragen aufgeworfen werden. Das ist auch inspirierend für uns, um weitere Forschungsfragen angehen zu können. Wir haben ja in der Schweiz eine ganz spezifische Weise, wie wir direkte Demokratie erforschen. Wir sind vielleicht auch ein bisschen betriebsblind. Da tut es gut, wenn man mal über die Grenzen schaut und sich anschaut, eben was für Fragen hier auftauchen. Von der Konferenz erwarte ich mir weitere Erkenntnisse über die gegenseitigen Lernmöglichkeiten der beiden doch sehr unterschiedlichen Systeme. Und ich finde, wir haben heute Morgen hier schon eine ganze Menge gehört, dass ja die schweizerische und die deutsche Demokratie sich, ja, wie soll man sagen, auf einem Kontinuum bewegen. Das Kontinuum ist unterschrieben mit Demokratie, aber während in Deutschland eher eine starke Rechtsstaatlichkeit ein großer Punkt ist in der Schweiz eben die Demokratie, also die Demokratie, die Mehrheitsentscheidung, das wichtigere Kriterium. Ich glaube, es ist gut, dass wir hier sind, weil die Demokratie ist derart in Bewegung bei Ihnen bezüglich Mitwirkungsrechte des Volkes. Auch bei uns stellen sich vielfältige Fragestellungen und wenn wir da miteinander diskutieren über die Rheingrenze hinweg und schauen, wo Sie gut unterwegs sind, wo wir von Ihnen lernen können, umgekehrt auch. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Ich bin vor allem hier, weil ich mir Inputs erhoffe, Anregungen bezüglich den informellen Bürgerbeteiligungsverfahren.
da sind wir weniger weit als in Deutschland. Und das Zweite ist diese ganze Beteiligungsportal, also elektronisches Beteiligungsportal, das Sie haben. Auch da sind Sie weit. Wir fahren jetzt langsam hinauf auf die elektronische Mitbestimmung mit elektronischer Abstimmung. Aber Sie sind einige Schritte in gewissen Bereichen voraus, wo ich mir hoffe, schon eine wertvolle Anregungen für unsere weitere Arbeit, damit die Bürger eben noch mehr mitdiskutieren können, noch mehr mitbestimmen, wie sich unser Staat weiterentwickeln soll. Zwei Tage Demokratie, Demokratieverständnis, Vergleich mit der Schweiz, finde ich sehr spannend. Ich bin interessiert an den Schweizern, was die zu sagen haben, diese sogenannte halbdirekte Demokratie, was sie bedeutet. Ich selber bin ja dabei, viele Prozesse zu begleiten in den Städten, in den 182 Städten in Baden-Württemberg, wofür ich zuständig bin, und bin gespannt, was die Schweizer mir da raten können.